So. So, ist das auch richtig jetzt? Oh, stopp. Mindestens 10 Sekunden mal eingeben. Ja, fünf. So, jetzt immer. Ja, jetzt müsste es richtig sein. So, ich kann ja eigentlich schon mal alles einstellen, solange der nicht da ist, liebe Korax. Daher, oh, es ist laut, oh Gott. Muss ich mal alles einstellen. Mal gucken, wie der das aufnimmt. Ist das eine Game Capture oder was? Ja, JDA, einfach mal. Ah, sehr gut. Spiel. Hallo, wo ist das jetzt? Da unten. Ah. Super, jetzt sehe ich den Chat nicht mehr. Was anders machen? Muss ich den Chat, muss ich den OBS mal ein bisschen hier hin schieben und den. Und der dann nach links, ups, nach links verschoben wird. Testen. Ah, jetzt. Ja, gut, OBS ist noch ein bisschen blöd. Sollte vielleicht ein bisschen weiter hier hin. Hier so. Wo ist denn? Korax jetzt. Korax in. So, alles in. Moin. Hallo. Ach, das ist hier gerade ein bisschen blöd. Ich muss das Ganze nämlich insofern machen, dass das ist gerade ein bisschen blöd mit John Dark, weil das hat nämlich. Ach, weißt du was, dann sehe ich ein OBS nicht, was soll's, scheiß drauf. Oder sehen irgendwie nur. Das ist blöd, das hat nämlich. Du siehst es ja gerade im Spiel, das hat. Ich weiß noch mal kurz. Jetzt sehe ich den Chat wenigstens, jetzt sehe ich zwar nicht mehr, wer im Chat ist, also ist ja wenigstens diesen Chat noch. Das Problem ist nämlich, ich beende es mal eben kurz. Das Problem ist nämlich, das Spiel ist 1024 mal 768. Und deswegen verrückt der rechte Bildschirm dann alles nach rechts von dem rechten Bildschirm, OBS und so weiter, rückt alles dann nach rechts. Das ist ultra nervig, ultra nervig. Entweder muss ich in OBS jetzt klein machen in der Zeit oder. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es ist ultra nervig. Das natürlich jetzt einfach mal so hinschieben. Ein. So. Jetzt mal das Spiel starten, bitte. Wo ist es denn jetzt? Ja, super. Dann schieben wir das mal eben kurz dahin, damit ich das besser sehe. Ich hasse Spiele, die keine. Kannst da nicht anders einstellen. Ich kann es dir gleich mal zeigen, was das alles für geile. Ah, jetzt sehe ich wenigstens auch ordentlich mal den alles hier. So, jetzt aber. Ja, du siehst vielleicht auch schon, dass es ja, scheiß Auflösung hat. Das hat echt eine übelste scheiß Auflösung, das Spiel. Adverse Schaden Game. Also, ich habe es bisher, ich habe es nur eine halbe Stunde aufgenommen. Und naja. Ich lasse mal das Intro laufen. Thank you.
Man sieht schon in OBS, dass die Lösungen recht schwarz zu schreiben sind. Ich merke gerade. Man sieht die Mauszeiger. Man sieht den Mauszeiger gar nicht im OBS. Was zum Fick? Warum sieht man den Mauszeiger nicht? Was ist das für ein Scheiß? Ey, das hatte ich ja, das hatte ich aber nicht bei der Aufnahme. Ja, Optionen. Videooptionen. Das sind alle Videooptionen, die wir zur Verfügung haben. Keine Auflösung. Das Spiel ist übrigens von 2004. Deswegen wäre das, wenn ich das als Let's Play hochgeladen hätte, wäre das auf meinem Retro-Kanal gekommen. Obwohl das ist so eine Mischung aus Action, also so ein Klopp-Spiel der Bekloppung und eine Mischung aus RPG ist an sich eigentlich ein Action-RPG. Dynasty Warriors-Klon an sich eigentlich. Ich habe bisher eine Mission gespielt, ich habe es früher, bin nur nebenbei am Essen. Okay, guten Appetit. Ich habe es früher als Kind mal gespielt gehabt. Ich habe keine Ahnung, wieso der Mauszeiger hier angezeigt wird im OBS. Ich sehe ihn, aber ihr seht den Mauszeiger nicht, warum auch immer. Ich verstehe es nicht. Es fängt schon mal gut an, das Spiel. Ich habe alles schon eingestellt. Habe sogar schon einen Spielstand hier. Aber ja, ich habe die Aufnahmen wieder gelöscht, weil ich streamen möchte. Naja, neuer Feldzug. Auf normal. Ich kam bisher einigermaßen gut damit zurecht, von daher. Obwohl ich noch nie so ein Spiel gespielt habe. Mission 1, die Ankunft. Und da das Spiel natürlich von 2004 ist, ist die Grafik jetzt natürlich nicht die neueste, ne? Von daher. Und der lädt relativ lange beim Let's Play, hat er nicht so lange geladen. Plopp. Und die Plopmone Intro irgendwo rein. Maus vergessen überflüssig. Jean von Metz. Oder ich kann übrigens kein Französisch, deswegen werde ich die Namen nicht Französisch aussprechen. Wir müssen uns beeilen und Orleans sich erreichen. Der Herzog von. Was macht sie denn da? Ja. Oh, ja. Alter. Der Herzog von Orleans erwartet uns. Vielleicht treffen wir unsere Feinde. Wir sollten uns gegenseitig unterstützen, damit wir die Reise überleben. Ja, ihr sitzt da voll mit dem Schwert auf ihm. Geil. Wenn es nötig wird, zieht euer Schwert. Linke Maustaste für den leichten Angriff. Rechte Maustaste für den schweren Angriff. Und cool für die Verteidigung. Wollen wir aufbrechen? Ja. Diese Posen hatte ich vorher aber noch nie. Drücke B und S, um dich vorwärts und rückwärts zu bewegen. Um dich seitwärts zu bewegen, drücke A für links und D für rechts. Drehe das Mausrad, um die Kamera an sich zu vergrößern oder zu verkleinern. Ja. Typische Steuerung natürlich. Du kannst auch kombinierte Angriffe durchführen, indem du leichten A-Angriff, linke Maustaste mehrmals drückst, gefolgt von schwerem B-Angriff. Rechte Maustaste. Probiere den A-A-B-Angriff aus, wenn du auf den Feind triffst. A-A-A-B. Das war falsch. A-A-A-B. So, genau. Das ist ein bisschen schwierig, weil das ist wirklich ziemlich. Ziemlich. Ich finde es lustig, wie sich auf der Stelle sich dreht, ohne sich zu bewegen. Miau, miau, so ein bisschen wie bei einem, das, als würde man eine Figur irgendwie drehen oder so. Also das Spiel macht schon mal keinen guten Eindruck besser. Ihr dürft das Schlachtfeld nicht verlassen, eure Pflichten rufen. Ihr freut die unsichtbare Wand. Miau, ich schlag gegen uns, ich mache Wand. Das ist so. Also, ich habe bis in eine halbe Stunde aufgenommen. Die erste Mission dauert ungefähr eine halbe Stunde und, naja. Bisher weiß ich nicht, warum ich das Spiel damals so gemacht habe. Der Feind ist direkt vor uns. Liegt der Feind am Boden, musst du ihn angreifen, bevor er wieder aufsteht. Cool. Braucht Timing der Angriff. Das ist sowas wie ein Finishing Move jetzt mit Q gemeint, von daher. So. Ich kann übrigens auch mal kurz ins Inventar mit F1 gehen. Das ist das Inventar. Hier haben wir unsere Waffe. Warbrand, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Stufe 1 Schaden plus 10% Level Joint Dark. Und Distanzwaffe Bogen Stufe 1 plus 8% Schaden. Ja, und keine Items übrigens, dass ich ein bisschen beklopfen habe. Gut, er hat sogar Items hier. Brötchen erhöht die GP-Einheit um 50. Also die HP. Und Ritter. Das Schwert heißt Ritter.
Geiles Schwert. Stufe 1, Schaden bis 15%, nur für Jean von Metz. Distanzwaffe, schnell Feuerbogen. Stufe 2, bis Schaden bis 16%, Schussfolge bis 25%, Reichweite bis 25%. Da er übrigens mehr Geschicklichkeit hat als sie und Geschicklichkeit für Distanzwaffen ist, werde ich ihm wohl die ganzen Bögen aus dem Kram geben. Weil ich kämpfe nicht so gern mit Bögen und so ein Kram. Und von daher, so, du kriegst mein Brötchen zugesteckt hier. Nom 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 nom. Und Artefakte, genau, sind sowas wie Accessoires oder so. Level 1, super schwarzer Stern, erhöht die Reichweite von Distanzwaffen um 20%. So, das Level-System ist halt, man kriegt Erfahrungspunkte und dann kann man hier seine Fähigkeiten, seine Attribute erhöhen mit 5 Punkten jeweils und kriegt pro Level ab einen Kompo-Punkt und kann dann auch neue Attacken lernen oder bestehende Attacken auch verbessern. Ich habe keine Ahnung, wie ich skillen soll, ehrlich gesagt, deswegen, naja. Ich war dem Typ. Ach, dann halt nicht. Der bekloppen. Hat John vom letzten Mal gleich hier schon, Alter. Hallo, Kuh, danke so. Kloppen. Ich hab kloppen gesagt. Oh nein, nicht mich. Ich habe gesagt, ich klopp euch, verdammt nochmal. Kloppen. So, okay. Ja, kann sein, dass ich bei den Spielabends immer ein bisschen durchdrehe. Ich hab total bekloppt, was das der feindliches Lager erobert, ja. Er mehrt die Einheit an der GP um 50, die EP, also die Energiepunkte. Und daher. So. Meinen wir uns automatisch? Ich glaube ja. Wenn diese Fässer und Kisten auffrisst, wirst du Lebensmittel und andere Dinge finden, die du gebrauchen kannst. Linke Maustaste. Also das Spiel ist, ja, wie gesagt, es ist halt auch von 2004. Wundert mich, dass es auf Windows 7 so gut läuft bisher. Wundert mich echt. Oh, da liegt noch ein Brötchen. Lecker Brötchen. Nom nom nom. So. Aber ich habe mich jetzt schon mal beschissener angestellt als beim Let's Play. Da habe ich mich nicht so viel Schaden bekommen. Hallo. Ich wollte den Typen machen, hat das nicht geklappt, verdammt. Das ist ja doof. Kloppen. Der bekloppen. Ich komme zur Hilfe. Jafar steht. Der Typ hat Jafar. Okay. Muss ich an Dingens denken. Wie heißt es? An Aladdin. Irgendwie. Ich muss direkt auf den stehen, wahrscheinlich, dass ich den exekutieren darf oder so. Bam, bam. Ach du scheiß Bogenschütze, geh mir nicht auf den Keks. Ja, hör auf, wechsel rein, verdammt nochmal. Ey, Alter. Bleib stehen, ey. Bam und tschüss. So. Komm, Metz, ja gut. Ja, Metz sollte mal geheilt werden. Läuft irgendwie schlechter als das letzte Mal. Das ist super, ey. Ich muss aufpassen, dass ich keine Secrets übersehe. In dem Spiel gibt es auch geheime Pfade, wo auch man gerne gut und gerne was sein kann. Deswegen, ja. Ich will den Angriff so immer. Warum klappt das nie? Verdammt, ich bin so blöd, den Angriff auszuführen. Kloppen. Matt irgendwie voll seine Skills spammt, ne? Die ganze Zeit. Der kann das auch besser als ich. Baum, baum. Warte mal, ich will erstmal den Bogenschuss hinter erledigen. Damit er mich nicht nervt. Aua! Warum hat er getroffen? Was soll das? Ausgewichen oder? So, dann.